auch wenn wir als Selbstständige im besten Falle den ganzen Tag das machen, was wir lieben, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir im Hinterkopf haben, es gibt auch noch mehr als Arbeit. Und genau darum geht es in diesem Video der Serie Webtileum, 5 Jahre Webtimum, meine Learnings. Und wenn dich das interessiert, was ich dazu zu sagen habe, dann bleib jetzt dran und vergiss bitte nicht mehr einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn dir das Video gefällt. Ja, wenn ich so einmal 5 Jahre zurückblicke oder besser gesagt 5,5 Jahre, als die Idee geboren wurde, mich selbstständig zu machen, meine Güte, da habe ich wirklich von morgens bis abends eigentlich nur an diesem Baby gearbeitet und war so voller Euphorie. Ich habe ja auch noch Weiterbildung in dem Bereich gemacht und habe alle Anregungen, die ich dann dort bekommen habe, gleich abends in die Tat umgesetzt und bis mitten in der Nacht irgendwie an meiner Webseite gebastelt und an meinem Konzept und so weiter. Ach, was war das für eine aufregende Zeit. Super, super schön. Aber ich glaube, ich habe das dann einige Monate ein bisschen übertrieben. Das hat mir dann irgendwann auch mal so ein bisschen einen Schlag von der Seite verpasst, wo es mir dann auch irgendwann nicht mehr ganz so gut ging. Und es gab bei mir tatsächlich so einen Punkt, wo ich dann mal abseits der Arbeit mal wieder was Schönes unternommen habe. Und dann ist das irgendwie, dann ist ja bei mir fast so ins komplette Gegenteil verfallen, weil, glaube ich, mein ganzer Körper gesagt hat, juhu, es gibt ja auch noch was anderes, jetzt will ich nur noch das andere. Und das funktioniert natürlich auch nicht. Deshalb, wie immer im Leben, brauchen wir, glaube ich, eine gewisse Balance. Und da habe ich dann im Laufe der Zeit ja immer weiter dran gearbeitet und geschaut, wie ich da eine gute Balance zwischen Arbeiten und meinem Privatleben hinbekomme. Und es gibt da wirklich totale Arbeitstiere und Menschen, die sich gar nichts anderes vorstellen können oder wollen. Aber ich glaube, auf Dauer ist das immer einfach alles nicht so gut. Auch wenn man seine Leidenschaft in seiner Selbstständigkeit gefunden hat, gibt es natürlich auch noch Themen wie Gesundheit, Ernährung, Sport würde ich dazu zählen. Dann gibt es die Familie, die Freunde, Beziehungsleben, Freizeitaktivitäten, also andere Leidenschaften, mal Abenteuer zu haben. Und da gibt es auch so ein Lebensrad, was man sich so als Modell mal raussuchen kann und wo man dann sich einfach mal hinsetzt. Das passt ganz gut zum Jahresbeginn oder Jahreswechsel, aber das kann man auch jederzeit zwischendurch mal machen, dass man sich diese Bereiche anschaut und mal guckt, wie stehe ich da jetzt eigentlich? Sehe ich mich da von 0 bis 10, wenn 10 das Beste ist, ist das bei mir überall auf 10? Oder ja, habe ich zwar den einen Bereich vielleicht mit der Arbeit, wo alles wunderbar läuft und dafür merke ich aber, habe ich meine Freundschaften total vernachlässigt oder so. Und ich glaube, auf Dauer ist es sehr wichtig, dass wir möglichst in allen Lebensbereichen ja, ein ausgewogenes Maß haben und dass wir es irgendwie schaffen, möglichst alle Bereiche gleichzeitig auszudehnen, dass wir überall halt in einem guten Rahmen uns bewegen. Und nur dann können wir, glaube ich, langfristig glücklich und gesund durchs Leben gehen. Das war für mich auf jeden Fall eine große Erkenntnis, nachdem ich irgendwie so bestimmt, na, ein gutes Jahr war es auf jeden Fall, vielleicht sogar auch 2, sehr, 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 sehr viel Energie in die Arbeit gesteckt hat, was mir auch unfassbar Spaß gemacht hat. Ja, und dann kam aber irgendwie halt, wie gesagt, so ein bisschen der Dämpfer von der Seite und dann, manchmal kommen dann erst irgendwelche Krisen, die einen dann mal ein bisschen wachrütteln. Davor möchte ich dich gerne bewahren, falls du ja auch in so einer Richtung unterwegs bist, dass da nicht so ein schönes Gleichgewicht ist. Also, ja, es kann sicherlich immer mal Phasen geben, wo man sich mehr auf das eine Thema konzentriert. Gerade wenn man sich frisch selbstständig macht, natürlich steckt man dann da alle Energie erstmal rein. Aber auf lange Sicht dann gucken, okay, was macht eigentlich mein Privatleben? Wie geht es meinen Freunden? Läuft das mit meiner Familie so, wie ich das wünsche? Und so weiter.
Thema Finanzen, das ist auch nochmal so ein separater Bereich vielleicht. Bewegung, Sport, Ernährung, alles Sachen, die einfach wichtig sind. Und ja, wenn wir nicht in Balance sind, und dafür sind wir natürlich nur selber verantwortlich, dann wird früher oder später irgendwas anderes auch aus der Balance geraten. Wichtig sind natürlich auch immer Pausen zwischendurch, sei es jetzt jeden Tag bei der Arbeit brauchen wir natürlich immer mal Pausen, um kurz mal Kraft zu tanken, damit der Kopf sich kurz mal entspannen kann und dann kann es ja auch wieder weitergehen. Genauso brauchen wir natürlich auch regelmäßig größere Pausen. Mindestens einen Tag die Woche sollten wir frei haben, wo wir vielleicht auch mal ein Kontrastprogramm zu dem haben. Also bei mir, ich sitze ja in der Regel nur vorm Computer. Ich bin dann richtig froh, wenn ich als Ausgleich mal irgendwas machen kann, wo ich weniger Kopf und mehr meinen Körper brauche. In regelmäßigen Abständen sollten wir dann natürlich auch größere Pausen haben, sprich Urlaub. Und Urlaub ist dann nochmal ein gutes Stichwort. Als Unternehmer vernachlässigt man das ja auch gerne mal. Als Angestellter muss man oft zum Jahresende schon seinen kompletten Jahresurlaub fürs nächste Jahr einreichen. Das haben wir nicht. Das ist natürlich eine tolle Freiheit, dass wir theoretisch jederzeit spontan Urlaub machen können. Aber wenn wir in unserem alltäglichen Hamsterrad drin sind, fällt das natürlich schwer. Deshalb das auch als Tipp für dich, regelmäßig auch schon im Vorfeld deinen Urlaub einplanen. Am besten spätestens, wenn du einen Urlaub fertig hast, dann schon mal zu gucken, wann könnte der nächste Urlaub stattfinden, damit du das rechtzeitig dann auch kommunizierst mit deinen Kunden und deine Arbeit darauf einstellst. Ja, das waren so meine Gedanken zum Thema, es gibt nicht nur die Arbeit, auch wenn das unsere Leidenschaft ist. Und schreib mir gerne mal, was du vielleicht machst, um diese Balance im Leben zu haben. Ob du das auch schon so gemacht hast, dass du dir die verschiedenen Lebensbereiche regelmäßig anguckst. Oder ob du da noch neue Ideen hast. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag.